Ah, ist das herrlich. Zu Hause. Guck mal, hier haben wir sogar noch eine Kiste. Boah, wir haben hier noch so viele Sachen. Oh, viermal Leder. Huh, wie cool ist das denn? Einen primitiven Hammer haben wir auch. Wie geil ist das denn? Okay, dann machen wir uns mal jetzt hier breit. Und damit hallo, herzlich willkommen. Und wie ich schon in der letzten Folge zum Ende gesagt habe, ja tatsächlich. Gucken wir uns mal kurz mal um. Auf der Insel hinten waren wir schon gewesen und da haben wir auch schon so einige Sachen uns so ein bisschen angeschaut. Also die Insel ist erstmal jetzt nebensächlich für uns, eine kleine Nebensache so am Rande. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, eine Vermutung. Erstmal hier, ihr Arschlöcher, guten Tag, geht weg von meiner Insel. Habe ich eine kleine Vermutung. Ja, bleiben wir erstmal hier schön hängen. Warum auch nicht? Ich werde erstmal kurz nämlich das Boot hier irgendwo anbringen. Funktion beenden. Warum ist die Musik denn hier immer noch? Das nervt ja tierisch. Wo war es jetzt gewesen? Ich glaube zum einen da hinten die Insel. Das müsste unsere Insel gewesen sein, von der wir angefangen haben. Bin ich ziemlich felsenfest davon überzeugt? Ich glaube schon. Und da werden wir uns jetzt mal gleich, wenn wir jetzt mal hier sämtliche Sachen für das Floß so ein bisschen schon mal gebaut haben, werden wir uns da auf den Weg machen. Erst einmal, wenn wir hier die ganzen Sachen ablegen. So. Gut. Schön. Dann schnappen wir uns erstmal die Kiste mit. Na, wo haben wir es denn? Den faserigen Blättern. Guck mal, hier sind auch schon ein paar Yucca-Palmen wieder. Versuchen wir die mal in die richtige Richtung abzuhacken. Wir brauchen nämlich jede Menge Tau. Stoff brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht unbedingt, bin ich der Meinung. Können wir noch ein bisschen warten? Die würde ich ganz gerne erstmal hier für Tau benutzen, die Blätter. Ach, haben wir hier noch irgendwo eins? Da. Dann können wir die schon mal gleich herstellen. Warum benutzen wir noch eins? Dann bräuchten wir, mal gucken, hier waren Wertgegenstände. Holz natürlich. Der Hammer, den habe ich schon wieder vergessen, wo ich den wieder hingepackt habe. Habe ich den ins Haus gepackt? Nee, hier, stimmt. Den haben wir da. Den anderen Hammer haben wir, glaube ich, auf der anderen Insel. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rauf. Und dann fangen wir mal hier an, einfach uns zu probieren, dieses Floß nämlich zu bauen. Oh, ich brauche aber richtig viel an Holz. Kein Problem. Genug habe ich ja noch. Das ist jetzt hier leer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch in die Länge und die Größe bauen können oder ob quasi. So, okay. Ja, schön. Dann brauchen wir jetzt noch mehr Holz, dann können wir erstmal gucken, ob wir wirklich das aneinander so ein bisschen binden können. Und wirklich ein großes Floß hinbekommen oder zumindest ein relativ großes. Ja, oder okay. Wir können ja auch das erstmal. Komm mal mit. Können es auch hier an Land ziehen. Das ist schon mal gut soweit. Ist aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Oh, da ist der Rettungsring, das Rettungsboot ein bisschen leichter. Na gut. Können wir es jetzt hier an. Ja, könnten wir anbringen. Cool. Dann brauche ich, muss ich das hier irgendwie wieder zu Wasser lassen. Erstmal gucken, ist hier irgendwas? Irgendwas Gefährliches? Außer Fische. Ist hier nichts. So.
Na komm jetzt mit. Hier brauche ich doch mal neue Klamotten. Das geht ja gar nicht so. Hallo. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Nein. Uiuiuiui. Okay, das allererste, anstatt ein Segel, wir brauchen echt einen Anker. Das Schiff haut uns ja hier halb ab. Gut. Ja, wie groß basteln wir das denn eigentlich? Quadratisch praktisch gut. Wir können ja erstmal anfangen. Wir können es ja immer noch ausbauen. So ist es ja nicht. Also ich denke mal, wir können es ja immer noch in die Länge bauen. Hier haben wir noch ein paar Stecker. So, hoffentlich ist es jetzt hier nicht abgehauen. Da ist es noch. Super. Gut, also Floßbasis haben wir. Davon brauchen wir ein Glück. Hoppala. Sehr schön. Und dann brauchen wir ja hier noch ein Segel. Segel kriegen wir aus unserem Boot. Da habe ich jetzt vergessen, einen Stoff hier mitzunehmen. Können wir nämlich auch mal hier ganze Leder wieder mitnehmen. Guck mal, da können wir auch... Das habe ich jetzt hier nicht. Okay. So, Stoff haben wir. Ja, einen Anker bräuchte ich natürlich selbstverständlich auch. Ich wüsste aber auch jetzt gar nicht echt... Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Cool. Okay. Ah, okay, das ist jetzt quasi die Richtung. Wir haben natürlich nur eine Richtung, ist natürlich klar. Ja, bauen wir jetzt hier einfach. Sehr schön. Und hier ein Ruder, da brauchen wir noch ein bisschen Tau. Ruder. So. Ja. Das kann nicht hier gebaut werden. Es steht so ein bisschen im Weg. Okay. Wir ziehen es einfach mal ins Wasser wieder rein. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit. Ach, das Tau. Jetzt fehlt uns das Tau hier wieder. Da, da ging es gerade. Yes. War auch, glaube ich, die richtige Richtung gewesen. Joa, dann haben wir unser Fluss fertig. Sehr schön. Hm. Finde ich persönlich mal gar nicht so schlecht. Was brauchen wir eigentlich hier als Anker, Steine und auch wieder Tau? Gut, da können wir ganz gerne... Wir können da mal weiter gucken. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Und wir können gerne mal Ausschau halten. Oh ja, wir müssen uns jetzt mal hier so ein bisschen entspannen. Dürfen nicht so viel rennen. Wir können uns mal so ein bisschen Ausschau halten. Hier, nach Yucca, palmfaserige Blätter. Noch eine. Oh, jetzt wieder hier alle finden. Waren 5 oder 6 Stück gewesen. Hier ist noch einer. Das sieht so danach aus, als hätte ich jetzt hier alle aufgesammelt. Hier ist noch eine schöne Yucca-Palme. Mal noch ein paar junge Blätter.
Haben wir hier alle? Ich glaube noch nicht. Ah, mit den Gebüschen, das ist aber auch doof. Guck mal, hier liegt noch einer. Da liegen sogar noch zwei. Haben wir. Weil wir übertreiben sie das einfach. Wir haben noch ein bisschen Holz. Wir werden nämlich jetzt noch ein schönes Floß basteln. Floß, noch ein schönes Floß und ein größeres basteln. So ein bisschen ausweiten. Guck mal, hier haben wir noch ein paar junge Palmen. Heißt faserige Blätter. Noch einmal. Ein bisschen Holz haben wir ja auch noch in den Kisten. Na gut, wir haben es jetzt nicht so viel. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Uiuiui. Gut, das war unser ganzes Holz jetzt gewesen. Holla die Waldfee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade, schade. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne doch nochmal... nämlich in die Breite und einmal in die Länge basteln. Das nehme ich. Wir hätten es da schön anbringen können. Oh. Nein, den Hammer brauche ich doch noch. Gut, also nochmal auf ein neues... schön. Dann. Das war das gesamte Holz gewesen, was wir jetzt noch hatten. Wollen wir es wagen? Wie funktioniert das Teil jetzt hier eigentlich? Zum Klettern? Auch nicht. Achso. Ha, wie cool ist das denn? Das finde ich ja schick. Haben wir hier noch irgendwas vom Boden liegen? Ja, Leder. Cool. Also gut, ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt, muss man dazu sagen. Aber es erfüllt so ein bisschen seinen Zweck. Dann machen wir mal die ganzen Kisten hier leer. Ja, Leder können wir nämlich hier lassen. Ein Tau könnten wir eigentlich mitnehmen, weil dann könnten wir auch gleich, wenn wir auf der anderen Insel sind, und ich glaube ja zum meinen, oh, wir haben hier noch ein bisschen mehr Tau. Ja, können wir hier lassen. Axt, 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 Axt. Stoff. Wir können ja erstmal jetzt hier eine Kiste mal nehmen. Und die Sachen deponieren, die wir jetzt hier brauchen. Gut, wie schaut das aus? Bestimmt alles jetzt gerade voll. Jo. Den Hammer, den brauche ich ja auch noch, siehst du? Tatsächlich, den Hammer, den brauche ich auch noch. Den darf ich natürlich nicht vergessen, wenn ich was bauen möchte. Eine Kiste. Ne, 7 sind alle da. Sehr schön. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Okay, wir sollten mal was trinken. Essen brauchen wir jetzt erstmal nichts. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh,
Ist aber auch wirklich frühzeitig dunkel. Ja, ich habe ja auch nichts richtig zum Essen. Geschweige denn eigentlich mal eine richtige Taschenlampe. Bereiten wir schon mal alles vor für morgen früh. Holen uns mal jetzt hier eine Taschenlampe. Das wird doch ein bisschen sehr duster. Weil wir haben ja noch... Zum einen haben wir hier natürlich die Taschenlampe, aber wir haben ja nämlich noch unser Fischangelgerät gedünst. Sag ich jetzt einfach mal so salopp. Das war wo gewesen? Hier. Wobei jetzt noch so ein bisschen mehr haben. Einen einzigen Fisch. Na geil. Bringt uns ja richtig weiter. Dann essen wir noch eine Kleinigkeit. Versuchen mal so ein bisschen die Zeit totzuschlagen hier im Spiel. Es geht ja relativ fix. Heute sollte man auch mal. Es geht ja nämlich relativ fix. Und wenn es hell ist, gehen wir. Oder wenn nicht direkt, wenn es hell ist, aber wenn es ungefähr 2, 3 Uhr morgens ist, dann werde ich mal schlafen gehen bei frühen Morgen beim Anbruch des Tages, denn mich auf den Weg machen. Wie gesagt, die Insel da hinten, die auch irgendwo hier war, da muss ich selber nämlich erstmal nochmal gucken. Da bin ich mir ziemlich sicher, da wird sich was Schönes finden lassen, respektive unsere gesamten Sachen, weil das wird 100 Pro, ich bin mir ziemlich sicher, unsere Insel sein. Das wird richtig schön, da freue ich mich schon. Wie gesagt, nur alles ein bisschen wüst hier. Haben wir hier eigentlich schon wieder was da drin im Körbchen? Oh, cool. Er sammelt zwar jetzt nicht allzu viele Fische, er sammelt glaube ich immer nur einen Fisch oder so. Aber trotzdem reicht das vollkommen aus. Also zumindest, ich war jetzt längere Zeit weg gewesen. Nee, anbringen. Dann haben wir hier auch ein bisschen was. Ja, wie gesagt, das Floß will ich einfach nochmal ein bisschen in die Länge und in die Breite basteln. Weil vielleicht könnten wir ja auch da Kisten unterbringen oder aufbringen. Das wäre auch eine coole Sache. Können wir eigentlich, aber das habe ich schon mal probiert, Kiste in Kiste zu packen. Geht, glaube ich, nicht. Ja, Essen ist fertig. Nee, das geht nicht, deswegen. Okay. Das ging wirklich nicht. Das wäre noch so schön gewesen. So, hier noch eine Kleinigkeit essen. Aber ich bin ziemlich gespannt, was die Insel hinten anbelangt. Ich weiß nämlich auch gar nicht mehr, was ich da alles noch vergessen habe. Und mal gucken, wie schnell es mit dem Floß vielleicht geht. Da bin ich ja auch mal gespannt. Hat auf alle Fälle einen ordentlichen Zug gehabt. Wird natürlich alles ein bisschen größer, dass ich halt noch ein zweites Segel basteln kann. Also, sage ich, habe ich Segel gesagt? Ist das überhaupt richtig? Da muss ich selber gerade mal kurz gucken. Genau. Und dass das Ruder einigermaßen zentriert ist, das ist ja quasi jetzt auf der einen Seite nur gelegt, weil man könnte es nur mittig bauen, wenn man dreien rein hätte. Das werde ich dann quasi später alles machen. Müsste jetzt auch gleich soweit sein. Yep. Fertig ist es. Zeit 21.10 Uhr. Oh, ist ein bisschen früh. Aber ich will auch nicht Gefahr laufen, die Insel nicht zu erwischen. Und ich muss selber auch mal wieder gucken, wo hier meine Hauptinsel ist. Nicht, dass ich mich verirre. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Inseln es hier eigentlich sind.
Aber die sind hier alle ringsherum eigentlich relativ beieinander. Egal, werden wir erstmal schlafen, gucken, ob denn der Tag frühzeitig anbricht. So ab. Boah, ja, tatsächlich. Sehr schön. Ha! Okay. Trinken. Jo. Hierhin. Den Reisig können wir natürlich auch selbstverständlich hier lassen. Messer, Taschenlampe. Taschenlampe kann ich auch hier lassen, weil ich habe eine am Boot. Gut, dann schnappen wir uns mal jetzt hier die restlichen Kisten. Bugsieren unser Floß. Oh, aber. Kommen wir jetzt darauf? Nein, bleibst du hier? So. Ja, drehen wir uns jetzt so ein bisschen? Ja, ein bisschen drehen wir uns. Wo war denn jetzt unsere Insel gewesen? Das war die da hinten gewesen, oder? Boah, Mist. Also, puh. Es geht relativ fix, muss man sagen. Wir sind ordentlich unterwegs, aber das ist hier ein bisschen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Versuchen wir ein bisschen hier am Pfad zu gewinnen. Ah, shit, der kommt näher. Lass uns in Ruhe. Weg, weg, weg. Weg mit dir. So ist richtig. Boah, ey, das ist ja. Boah. Jo. Der Wenderadius, der ist ja riesig. Nur mal vorstellt, wir sind da ausgestartet. Jetzt haben wir es so allmählich geschafft, endlich die Kurve hier zu kriegen. Da hinten ist die Insel. Na gut, okay. Aber es geht wirklich relativ flott. So. Oh, ein bisschen gegensteuern müssen wir aber. Der ist sofort wieder links eingeschlagen. Also es hat so sein, ja, sein Für und Wider, muss man sagen. Zum einen, wir sind wirklich wesentlich schneller unterwegs. Wir konnten einen Hai quasi auch gerade entkommen. Der hat irgendwann dann abgelassen, hat auch keinen Bock mehr gehabt. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier wenig Wind haben. Weil bei wenig Wind ist ja wenig los. Oh, wieder ein Wal. Hier sieht er. Ich habe jetzt nämlich gesagt, lass das Segel gerade, lass ich es gerade los. Na, irgendwie hat es so einen kleinen Linksknick. Das ist irgendwie merkwürdig, aber egal. Wie gesagt, wenn wir vielleicht versuchen, das Floß ein bisschen größer zu basteln. Ich weiß gar nicht, ob Meerruder Sinn machen. Eigentlich überhaupt nicht. Wir können natürlich selbstverständlich dann mehrere Segel hier bauen. Oh, bin ich gespannt. Das kann aber nur die Insel sein. So, das ist nämlich unsere Insel da hinten. Aber jetzt ist nämlich die Frage. Da war die Insel, wo ich meinte, war ich vermeintlich gewesen. Es kann jetzt nur die Insel dort sein. Oder tatsächlich da hinten die Insel. Aber ich glaube schon fast zu meinen, das war unsere Insel gewesen. Also ich bin mega doll gespannt.
Aber das war unsere Insel, weil da ist ein Container, meine Damen und Herren. Ein Container. Und den hatten wir nur auf unserer ersten Insel bis jetzt gesehen. Obwohl, nicht ganz. Oh. Komm. Bisschen hier nach rechts. Ah. Nee. Falsche Insel. Aber okay. Halb so schlimm. Ja, halb so schlimm ist gut gesagt. Ich war aber hier schon mal drauf gewesen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wann ich genau hier drauf war. Ob es dort war, als ich vergiftet war und ja, irgendwann nicht mehr geschafft habe, mich zu heilen. Ich glaube tatsächlich, das war es gewesen. Ach, Mist. Nicht ganz. Trotzdem können wir uns mal kurz hier umschauen. Ob wir irgendwas Schönes hier entdecken? Hier nicht. Aber hier haben wir noch einen schönen Container. Aber ich glaube, in den Containern war nie was drin gewesen. Nee. Hier zumindest nicht. Mal zum Schiff hier rüber. Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes. So, die Kisten sind alle noch da. Ein bisschen Ausschau halten. Kommen wir hier durch? Ja. Okay. Nicht so richtig das, wonach ich suche. Wir haben immer noch eine Kiste. Aber die bringt uns ehrlich gesagt langsam auch nichts mehr. Weil je mehr Kisten wir haben. Oh, wir haben sehr viele Haie hier. Muss man so ein bisschen aufpassen. Ha. Na gut. Immerhin haben wir hier eine Kiste gefunden. Ja, was ich da jetzt noch alles großartig reinpacken soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Wir könnten höchstens... Ah, den Kompass können wir mal nehmen. Ich werde aber jetzt auf alle Fälle noch in der Folge zur eigentlich besagten Insel, also wir sind sehr nah dran, ne? War doch so jetzt auf Hinblicken durch die Fahrt gesehen eine 50-50 Chance. So. Ja, 8 Kisten haben wir jetzt. War eine 50-50 Chance gewesen, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich mir jetzt recht überlege, dann war es die Insel nur da hinten gewesen. So. Mit. Hallo, Floß. Floß. Ach, verdammt.
das mal hier wieder weg. So, komm. Schleudern dich jetzt hier einfach irgendwie hier raus. Jetzt ziehen wir dich hier irgendwie raus. Ich glaube, das war unsere Insel gewesen. Und da war die Insel, wo ich meinte, das könnte nur die sein, wo wir gestartet sind. So, komm. Komm, jetzt muss ich mein Floß jetzt hier irgendwie rauskriegen. Na komm. Na komm. Es hat so ein bisschen seine Nachteile. Muss ich echt mal so sagen. Es ist halt überhaupt nicht wendig. Es bleibt sehr oft irgendwo hängen. Wow, das war ziemlich knapp. Ich wusste schon, irgendwo ist dieses Scheißteil schon wieder. Nein, bleibst du. Na komm, zack. Also, auf. Ja, falsche Richtung. Ja, also eine etwas längere Folge. Wahrscheinlich auch werde ich hier ein paar Sachen mal schneiden. Aber ich will halt unbedingt die Folge damit beenden, dass wir auf alle Fälle zu unserer eigentlichen ersten gestrandeten Insel landen werden. Und mal gucken, was ich da alles gelassen habe. Das ist auf alle Fälle unsere Insel, darf ich nicht vergessen. Aber eigentlich, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umschaut, es hält sich in Grenzen. Es ist doch relativ übersichtlich, muss ich sagen. Und so könnten wir eigentlich auch anfangen. Oh, hoppla. So könnten wir eigentlich auch anfangen, unsere eigene kleine Karte zu basteln. Och, nee, komm, hau ab. Puh. Unsere eigene kleine Karte hier zu basteln und dann könnten wir uns hier wirklich mal so ein kleines Verzeichnis machen, wo hier was ist. Und tatsächlich, ich glaube schon zu meinen, ich sehe da hinten nämlich unser Unterschlupf. Da ist nämlich irgendwas auf der Insel drauf, oder zumindest ist es wahrscheinlich das Schiff, was auf der Insel drauf ist. Puh, wir haben es geschafft. Wir sind zurück auf unserer allerersten Insel. Das war schon eine kleine Geburt gewesen. Ich würde mal sagen, ich werde mich auf alle Fälle mal nach der Folge mal ransetzen und tatsächlich so ein bisschen mit dem Kompass als Hilfe anfangen, eine kleine Karte zu zeichnen. Dass wir ungefähr wissen, wo hier was ist. So, da hinten, man sieht noch so ein bisschen den Mast, der aus dem Wasser rausragt, ist unsere Insel. Die will ich auf keinsten verlieren. Na, schon wieder ein Hai hinter uns, oder was? Home sweet home quasi. Ja, und da ist das Schiff, was quasi direkt auf dem Land liegt. Oh, es sind hier aber noch jede Menge Inseln, muss man sagen. Ja, und aller Verzweiflung, wie war das denn gewesen? Sind wir denn zu der Insel und von da aus zu der Insel geschippert? Oh, da ist es, da ist es, da ist unser Unterschlupf. Wo ich anfangs keinen Plan hatte, wie ich denn, bitteschön, die Wasserdestillationszubereitungsanlage nämlich richtig verwende.
Achso, obwohl, da liegst du auch relativ gut. Bleib da. Müssen wir hier so ein bisschen aufpassen. Diese komischen Seesterne sind nämlich hier irgendwo. Ah, ist das herrlich. Zu Hause. Guck mal, hier haben wir sogar noch eine Kiste. Oh, wir haben hier noch so viele Sachen. Oh, viermal Leder. Huh, wie cool ist das denn? Einen primitiven Hammer haben wir auch. Wie geil ist das denn? Okay, dann machen wir uns mal jetzt hier breit. Oh, dann würde ich mal sagen, willkommen zurück zu Hause. Und damit auch auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Wir haben es geschafft. Hui, ich muss mich nochmal umgucken, was hier noch alles war. Es ist erstaunlich, die ersten paar Folgen hier verbracht, nicht gewusst, wie alles funktioniert und jetzt kommt man quasi als fast Profi wieder zurück. Oh, wir können schon mal Palmwedel nehme ich zu unserer Anlage hier bringen. Zack, zack. Und ja, dann würde ich mal sagen, gute Nacht, schlaf gut, speichern hier ab. Und bis später. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the That's the time you miss her most. Oh.